Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von GTI Racing. Wir sind wieder da zum legendären Rennen hier. Und wir versuchen heute mal ein bisschen weiter wieder was zu schaffen, hoffentlich, ne? Ja, wir waren ja letztes Mal schon dabei, letzte Folge. Obwohl, ne, da hatten wir ja, in den letzten beiden Folgen hatten wir ja dieses Wüstenrennen. Heute machen wir mal wieder produktiv weiter hier im Karrieremodus so gesehen. Obwohl das hier anders heißt, aber ist ja auch egal. Ja, wir waren ja vorher in Folge 3 dabei, das hier schon mal zu machen. Da haben wir schon nicht geschafft. Und mal sehen, ob wir es jetzt schaffen. Ne? Das Gameplay habe ich natürlich wieder im Voraus aufgenommen. Das heißt, ich könnte das eigentlich schon sagen, ob ich es schaffe oder nicht. Aber ich tue das nicht, denn ich will ein bisschen Spannung aufbauen tatsächlich. Ne? Damit es sich auch lohnt, die Videos anzugucken, natürlich. Und ja, ich bin auf jeden Fall zurzeit ganz zufrieden. Die Videos kommen zumindest alle pünktlich. Und ich hoffe mal, das bleibt auch weiterhin so. Muss mal gucken, dass ich das dann immer schaffe mit den Gameplays, dass ich die rechtzeitig aufnehme und dann nachkommentiere. Jetzt zum Beispiel kommentiere ich gerade am 31.07. Der letzte Tag im Juli, ne? Ist auf jeden Fall ziemlich krass, da nochmal aufzunehmen. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, diese Aufnahmen hier, die sind immer nochmal so eine Zusatzbelastung für mich, habe ich so das Gefühl, irgendwie. Das ist nochmal was zusätzlich, was zu meinem ganzen Stress im Alltag dazu kommt. Ja, aber immerhin habe ich zurzeit noch Ferien, das ist auf jeden Fall schön. Wenn ihr das Video seht, dann habe ich schon längst keine Ferien mehr. Aber, naja, gucken wir mal. Ich glaube, ich lasse Schule sowieso jetzt erstmal ein bisschen ruhiger angehen. Mal gucken. Aber halt auch nicht zu ruhig, ne? Ich will mich halt nicht unnötig da stressen oder sonst was, Burnout mir holen. Ich versuche einfach mal zu gucken, was geht und was eben nicht geht, das geht eben nicht. Und dann wiederhole ich eben nochmal oder so, ne? Das steht mir alles noch offen. Ding ist, dass ich, ja, jetzt 12. Klasse gehe. Also wenn ihr das Video seht, jetzt noch nicht. Jetzt bin ich ja eigentlich noch 11. während den Sommerferien, ne? Ist zumindest immer so meine Ansicht, dass man dann noch in der alten Klasse ist während den Sommerferien und nicht schon in der neuen. Weil man ist ja auch nicht schon vor der Schuleinführung der ersten Klasse, nur weil es schon die Sommerferien sind, ne? Ist ja dann irgendwie auch unlogisch. Deswegen, die Ferien gehören, also die Sommerferien gehören für mich noch zum alten Schuljahr dazu. Ne? Okay. Ja, auf jeden Fall, wenn ich dann 12. Klasse bin, naja, gucken wir mal, wie es läuft. Ich bin nochmal gespannt, weil die 12. Klasse ist halt relativ gequetscht. Das ist alles, kommt alles Schlag auf Schlag und das ist ziemlich stressig, kann ich mir vorstellen. Und keine Ahnung, ob ich das so auf Anhieb schaffe, so ohne weiteres. Ja gut, wahrscheinlich schon. Also ich würde schon bestehen, aber ich weiß nicht, ob ich dann damit zufrieden bin. Das ist so das Problem. Naja, gucken wir mal. Ne? Ich will mich auf jeden Fall nicht unnötig stressen, sage ich mal. Und ja, das nur so nebenbei. Als kleinen Real Talk. Vielleicht kann ich ja dazu später nochmal was sagen, auf jeden Fall, wenn ich da mehr weiß, weil jetzt habe ich halt noch Ferien. Jetzt kann ich halt nur nichts einschätzen, so wirklich. Und ihr seht schon, ich muss die ganze Zeit hier wiederholen. Das tut mir leid. Ja, nicht wundern, wenn ich jetzt hier mal kurze Pause mache, also jetzt nichts passiert. Das Ding ist, als ich das Gameplay aufgenommen habe, habe ich nebenbei noch hier und da irgendwas gemacht. Da habe ich dann nochmal hier geklickt irgendwo auf dem Handy, weil ich gucke dann nebenbei immer oder höre dann immer irgendwelche Videos. Und da kann sein, dass ich dann zum Beispiel das nächste Video angemacht habe oder so. Irgendwie so ein Scheiß. Weil, keine Ahnung, es wäre mir irgendwie zu langweilig, nur das zu spielen und nebenbei nichts zu machen. Und deswegen, ja, wenn ich dazwischen nachkommentiere und dadurch eigentlich die doppelte Zeit reinstecke, dann kann ich auch, während ich das Gameplay aufnehme, noch irgendwas nebenbei machen. Kommt dann eben dazu, dass es mal ein paar kleine Pausen gibt. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Hauptsächlich sind wir ja immer noch hier am Start und machen eigentlich Sachen, ne? So, gehen wir mal weiter. Wiederholen nochmal. So. Ja, wo war ich denn gerade? Ich weiß gar nicht mehr. Ach so, ja, also ich kann es erst im Laufe des Schuljahres so richtig einschätzen, wie es wird und so. Werden wir dann sehen. Aber, boah, ich habe gemerkt, in Sommerferien, ne, ich hatte in den ersten Wochen, also in der ersten Woche der Sommerferien ging es noch, da hätte ich mir noch vorstellen können, in die Schule zu gehen, also in der dritten, vierten Woche, dachte ich mir einfach so, nee, Schule, das will ich eigentlich, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf, so gar nicht mehr. Also null. Und jetzt halt Ende der fünften Woche, dann, naja, so langsam bin ich, glaube ich, an dem Punkt, wo ich es mir ungefähr wieder vorstellen könnte, also richtig Lust habe ich natürlich nicht.
Ist natürlich klar, so nach den Ferien, keine Ahnung, da ist man immer so ein bisschen down. Da muss man halt immer erstmal reinkommen. Ist ganz normal, hatte ich eigentlich jedes Jahr. Und es war vor allem, naja, früher war es auch immer schlimm. Da hatte ich auch immer nach den Sommerferien keinen Bock mehr. Ja, aber wirklich so, dieses Jahr in der dritten, vierten Woche, da war es für mich das Grauen, in Person wieder dahin zu gehen. Ich weiß nicht, ich hatte da einfach gar keinen Bock drauf. Aber ich musste ja auch nicht, ne? War das Schöne. Ich konnte halt mich jetzt noch ein bisschen ausruhen, ja, und habe halt vielleicht noch Kraft getankt oder so. Naja, gucken wir mal. Also auch am Ende da des Schuljahres und so, da hatte ich halt wirklich Ferien nötig und habe ich so richtig gemerkt, dass ich mal wieder hier ein bisschen Pause brauche. Weil, keine Ahnung, ich war schon seit Februar oder so, hatte ich so das Gefühl, boah, ich brauche jetzt mal wieder Sommerferien oder so. Ja, da bin ich natürlich jetzt froh, dass ich sie noch habe, die Sommerferien, ja. Jetzt bleiben mir zwar nur noch anderthalb Wochen, aber ich denke mal, da werde ich noch das Beste draus machen. Ich habe ja dann auch Fahrschule und alles, da wird bestimmt auch ein Video gekommen sein auf meinem Hauptkanal, wo ich dann nochmal über die Fahrschule gesprochen habe, ne, wie es da so ist. Habe ich auf jeden Fall geplant. Ist halt jetzt noch nicht aufgenommen, aber wenn ihr das Video seht, dann wird es wahrscheinlich schon da sein. Je nachdem. Mal sehen, ne? Und ja, also es kommt noch einiges auf mich zu. Und ich schau mal, wie ich das angehe. Boah, und Leute, gell, ich bin auch so gedamaged noch. Ich habe irgendwie mega die Schlaflosigkeit. Ich weiß nicht. In den letzten Tagen kann ich so richtig schlecht schlafen, nur. Boah, das ist mega schlimm. Also, keine Ahnung, ich habe die Möglichkeit, so 7-8 Stunden zu schlafen. Und schlafe einfach nur 5 Stunden oder so. Weil ich die ganze Zeit nachts aufwache, so für eine halbe Stunde und dann wieder so einschlafe, so oberflächlich und dann wieder aufwache. Boah, das ist so eine Qual. Naja. Ist auf jeden Fall nicht schön. Und vor allem ist es auch immer so, wenn ich mal mir vornehme auszuschlafen, so richtig, und mal eher ins Bett gehe, dann wache ich halt 6:30 auf und kann dann erstmal nicht mehr weiterschlafen. Ey, das ist auch so richtig nervig. Boah, das ist richtig schlimm. Also mein Schlafrhythmus ist irgendwie richtig gedamaged. Wo da nicht so schlimm ist wie bei anderen YouTubern, die einfach mal um 8 ins Bett gehen morgens und dann bis mittags, nee, bis nachmittags schlafen oder so. Ja gut, so schlimm ist es bei mir nicht, aber trotzdem kommt es mir irgendwie ein bisschen, naja, ein bisschen übertrieben vor, sag ich mal, was da so abgeht. Naja, egal. Wie mache ich jetzt eigentlich? Mache ich jetzt erstmal zwei, ich weiß noch nicht, wie lange ich die Folgen jetzt mache. Ich das einteile, weil ich hätte jetzt mehrere Möglichkeiten. Aber ich glaube, ich mache das so, wie es mir gerade in den Sinn kam. Das ist schon eine gute Gelegenheit, ne? Weil, ich habe halt 38 Minuten aufgenommen. Da wollte ich 4 Folgen draus machen. Ja, egal. Ich denke manchmal jetzt 2 11-Minuten Folgen und dann 2 8-Minuten Folgen oder so. Werden dann halt mal ein bisschen kürzer, ist ja dann auch egal, ne? 8 Minuten passt das? Ja, das passt sogar. Stimmt, Leute. Ich kann einfach mal rechnen, ohne nachzudenken. Ja. So, dann gucken wir mal. Was schauen wir? Also, ich rede auch wieder nur Bullshit, ne? Ich bin ein bisschen müde. Tut mir leid. Aber ich wollte natürlich heute trotzdem aufnehmen. Ne? Ich lasse mich dann irgendwie von sowas nicht abhalten. Also, auch wenn ich müde bin. Und nur weil ich jetzt hier nicht schlafen konnte, habe ich keinen Bock hier, keine Ahnung, meinen ganzen Tag umzukrempeln. Dann nehme ich halt hier eben doch auf. Ja, so bin ich dann eben. Naja, aber ich versuche es mal ein bisschen chilliger anzugehen. Ich hatte auch noch irgendwie ein Thema, was mir gerade einfiel. Das kann ich dann nächste Folge noch ansprechen. Ist auch wieder so ein YouTube-Thema. Ja, ich spreche ja hier in der Serie eigentlich immer eher so spontane Themen an. Zum Beispiel das mit der Schule und allem jetzt. Das hätte ich mir auch vorher nicht gedacht, das ist jetzt einfach so beim Reden entstanden. Das finde ich eigentlich auch mal ganz okay, wenn das so passiert. Wenn dann einfach mal so ein bisschen spontan erzählt. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Themen mit Vorbereitung ganz gut, da kannst du nämlich schon mal vorher überlegen, was erzählt sie jetzt so ungefähr und so. Und so ein paar Gedanken machen. Ist dann auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber ja, so einfach spontane Commentaries, das geht ja auch mal klar, ne? Mehr ist das ja hier eigentlich nicht. Ich weiß nicht, mein Kanal erinnert mich so ein bisschen an Knuspertoast jetzt, also hier der Kanal. Weil Knuspertoast macht ja auch so komische
Race Games und mache dann immer so Commentaries darüber, aber schneide die natürlich auf 2 Minuten runter. Meine gehen dann trotzdem 11 Minuten. Naja, gut, aber das ist ja nur ein kleiner Unterschied, ne? Egal. Ja. Ich würde sagen, wir sind eigentlich sogar schon so langsam, aber sicher am Ende der Folge angekommen, oder? Ich weiß gar nicht. Na, ein bisschen können wir noch. Oder? Ja, gut, doch. Na gut, ist aber eigentlich auch egal. Ich kann die Folge eigentlich jetzt schon beenden gleich. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und ja, habt viel Spaß und so, ne? Und macht euch nicht so viele Gedanken, wenn ihr noch Ferien habt. Haben ja einige noch bestimmt. Macht euch nicht so viele Gedanken über die Schule, so wie ich. Das ist vielleicht auch manchmal nicht so geil. Naja, egal. Ja, das als Lehrer für heute zum Schluss und dann tschüss. Bis später.